Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Wir preisen Allah und erflehen seine Segnung auf seinen edlen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Zuschauer, Assalamu alaikum. Herr Hamza hat in seinem Video versucht zu widerlegen, dass der Imam Mahdi nicht aus Indien kommen müsste. Ich aber werde ihn anhand der Ahadith beweisen, dass der Imam Mahdi aus Indien kommen müsste und dass es keinen Weg drumherum gibt. Hören wir uns aber zunächst an, was Herr Hamza bezüglich der Ankunft des Mahdis zu sagen hat. So, seine Erscheinung kommt aus dem Osten, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt müssen wir wissen, wo stand Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er das sagte? Osten. Ne? Das heißt, vielleicht steht er irgendwie in eine Richtung, sagt aus dem Osten. Ne? Steht er in Mekka oder in Medina. So, das müssen wir ja alles überprüfen. Sie meinen aus dem Osten, das heißt, Indien liegt im Osten. Ne? Richtung, also in Mekka, wenn du in Mekka stehst, das heißt, ist in Indien. So, warum nicht Pakistan oder Iran? Das ist auch Osten in Bezug auf Mekka. Aber nein. Herr Shia Hamza versucht hier, anhand eines Hadiths zu beweisen, dass der verheißene Messias nicht unbedingt aus Indien kommen müsste, sondern andere Länder wie Pakistan auch in Frage kämen. Jedoch sollte bemerkt werden, dass es nicht ausreicht, nur ein Hadith zu erwähnen, um die Wahrhaftigkeit einer Person zu bestätigen oder diese als Lügner abzustempeln. Deshalb werde ich nun weitere Ahadiths anführen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung: Der Mahdi wird östlich von Damaskus in der Nähe eines weißen Minaretts hinabsteigen. Viele unserer muslimischen Brüder sind im Irrtum verfallen. Sie glauben bzw. legen das Hadith so aus, dass der Imam Mahdi im östlichen Stadtteil von Damaskus erscheinen müsste und nicht in den Gebieten oder in den Ländern, die östlich von Damaskus liegen. Dieses ist aber nicht vereinbar mit weiteren Ahadiths. So zum Beispiel sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Der Messias wird im Osten erscheinen. Zu dem Zeitpunkt, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses erwähnte, befand er sich in der Stadt Medina. Somit können nur Städte und Länder, die im Osten von Medina liegen, für die Ankunft des Messias und Mahdis in Erwägung gezogen werden. Wenn man also diese Ahadith so auslegt, wie einige muslimischen Gruppierungen, dann entsteht ein großer Widerspruch. Denn auf der einen Seite warten sie auf den Messias und Mahdi in Damaskus, auf der anderen Seite liegt Damaskus gar nicht mal im Osten von Medina. Wir haben dieses im Bild mal eben verdeutlicht. Um beide Ahadiths im Einklang zu bringen, müsste man die Ahadiths so auslegen, dass vom Standpunkt Medina aus alles, was im Osten liegt, für das Erscheinen des Messias und Mahdis in Betracht kommt. Jedoch konkretisiert der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Aussage, indem er sagte, der Messias würde östlich von Damaskus erscheinen. Schauen wir uns doch an, welches Dorf exakt östlich von Damaskus liegt, sowie im Osten von Medina. Wir haben einfach mal im Bild eine waagerechte Linie gezogen, um den Zuschauern zu verdeutlichen, wie genau und wie 1:1 die Prophezeiung des heiligen Propheten in Erfüllung ging. Denn exakt östlich von Damaskus liegt das Dorf Gardian. Das Dorf, in dem Hazrat Mirza Ghulam Ahmad seinen Anspruch erhob, der verheißene Messias und Mahdi zu sein. Somit wären beide Prophezeiungen im Einklang.
mögen diejenigen, die die Wahrheit lieben, davon profitieren. Allein dieses tut Genüge, um klarzustellen, wie eindeutig der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Ankunft des verheißenen Messias in Indien ankündigte. Diejenigen, die den Anspruch von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, der Mahdi und Messias zu sein, verleugnen, erheben den Einwand, dass das Minarett, wovon der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht, erst im Nachhinein gebaut wurde. Jedoch sollte bemerkt werden, dass der heilige Prophet das weiße Minarett primär symbolisch verstand und dieses auch von großen Gelehrten wie folgt interpretiert worden ist. Hazrat Ibn Sahrin, ein weltberühmter Traumdeuter, schreibt in seinem Werk Khwab-Nama Kabir, dass derjenige, der im Traum ein Minarett sieht, eine solche Person ist, die andere Menschen einlädt, den Weg des Glaubens zu gehen. Und wenn derjenige träumt, dass er ein Minarett gebaut hat, so bedeutet dies, dass derjenige fromm und die Gemeinde des Islams zur Einheit machen wird. Eine weitere Interpretation dessen ist, dass der verheißene Messias mit solchen Argumenten erscheinen wird, die so rein wie die Milch sein würden, sodass er sein Licht bis in die weite Ferne strahlen könne. Hazrat Anas radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Eine Jamaat wird in Indien Dschihad machen. Und diese wird mit dem Mahdi sein, dessen Name Ahmed sein wird. Tausend und abertausend Segnungen seien auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der uns so klar und verständlich die Ankunft des Messias kundtat. Und doch sind viele Muslime Irrtümern verfallen und warten. Und sie werden warten und warten, bis ihre Augen müde und ihre Hoffnung verblassen wird. Doch kein Mahdi wird kommen, außer jenem, der schon da ist. In einer weiteren Überlieferung sagt der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Menschen werden im Osten erscheinen, die den Ort des Mahdis, der ihr Führer sein wird, kundgeben werden. Das heißt, sie werden ihn unterstützen in seiner Mission. In einer anderen Überlieferung sagt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgendes: Der Imam Mahdi wird an einem Ort namens Gada erscheinen und er wird ein gedrucktes Buch bei sich haben, in dem die Namen seiner 313 Gefährten stehen werden. In der Tat war es so, dass das heutige Dorf Gadian einst Islampur geheißen hat. Wie uns aber die Geschichte zeigt, änderten sich Namen vieler großer und kleiner Städte im Laufe ihrer Zeit. So zum Beispiel hieß Medina einst Yathrib. Ähnlich geschah es, dass Gadian durch das Hinsiedeln der Vorfahren von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad in Islampur Ghazi, dann nur in Ghazi, dann in Ghadi und anschließend zu Gadian umgewandelt wurde. Welch Ähnlichkeiten doch die Wörter Ghadi und Gada haben. Vernunftbegabte Menschen können dieses nachvollziehen. Wenn man ein Hadith nimmt und dieses ohne die Erläuterung durch andere Ahadith präsentiert, so steckt nur der Gedanke dahinter, andere von der Wahrheit fernzuhalten. Nun zum letzten Argument von Herrn Hamza bezüglich der Ankunft des verheißenen Messias im Osten. Kommen aus dem Osten, die Menschen, die ihm helfen werden, sie werden schwarze Fahnen tragen. Und wenn wir sie ihn sehen oder von ihnen hören, sollen wir zu ihnen rennen, selbst wenn wir auf unsere Bäuche auf Schnee kriechen sollten. Nare Takbir! Nare Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Muhammad Mustafa! Islam Ahmadi!